Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage. Wir reden erstmal mit den ganzen Charakteren, die ein blaues Symbol über ihren Kopf haben. Indeed. Worte können gar nicht ausdrücken, wie glücklich ich bin, dass auch Hortensia hier ist. Vielen Dank, Gündlicher. So, und da ist auch Hortensia. Ich bin so froh, mit meiner Schwester hier sein zu können. Ich hoffe nur, dass es Rosade und Goldmary gut geht. Das werden wir dann hoffentlich im Laufe der Geschichte erfahren. War sonst noch jemanden mit dem blauen Punkt? Hier ganz unten. Ganz unten. Das schaffen wir. Da rennen wir mal kurz hin. Ach, dich gibt's ja auch noch. Bitte dann kommen, kriegst du was von Schwein. Lass es dir schmecken. Fühlt jetzt nicht gerade viel auf. Schön. Okay, ich drücke doch B, um zurückzugehen. Ach, ich krieg noch Fragmente. Ach, Kagetsu, du möchtest mit mir reden? Prinzessin Ivy und Hortensia endlich wieder vereint. Prinzessin Ivy ist sicherlich erleichtert. So, was haben wir denn eigentlich Neues hier? Flohmarkt. War da nicht schon? Das will man ja eh sein. Wir sind ja eh innen hier. Nö, nee, tatsächlich nicht. Weil sonst gäbe es diese Intro-Sequenz nicht. Der Flohmarkt hat nun eröffnet. Hey, so. Wir haben neue Ware. Seht sie euch gerne an, wenn ihr mögt. Okay, Flohmarkt. Auf dem Flohmarkt findest du Items, die es in normalen Läden nicht zu kaufen gibt. Das Angebot ändert sich. Schau also regelmäßig vorbei. Na gut, brauche ich aber aktuell nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, ich habe ein paar Meistersiege gekauft, also. Würde ich mal ein paar aufwerten gehen. Zum Beispiel Chimera. Klassenwechsel. Zur Hygienieren. Ich bin stärker und freier denn je. Ich glühe förmlich. Ihr verbrennt euch an mir. So. Wir können sie auch auf General umwechseln, aber das wüsste ich nicht. Dann, auch wenn Jade noch ein Level fehlt, möchte ich sie auch schon mal aufwerten. Das sollte mir nicht das Genick brechen. Hat es ja damals auch nicht von nachher. Die Ritterin studiert ihr neues Gewand und glaubt ihr wirklich, dass mir das steht? Wer weiß das schon? Nur du kannst es wissen. So, und dann habe ich auch noch ein neues Unterstützungsgespräch. Sogar zwei. Okay, erstmal mit Fram. Fram, I'm sorry for what I said. I didn't mean to upset you. Nah, it's okay. I'm sorry for bursting into tears like that. I've just felt really attached to you since you woke up. No, scratch that. Since before you woke up.
I used to sit and chat with you about my life. Really? Yeah. If something exciting happened, I'd tell you the good news with a big smile on my face. Or if something was making me sad, I'd sit next to you and have a good cry about it. You were always so easy to talk to. Every single day I sat there and waited for you to wake up. I didn't realize that. I knew you couldn't actually hear me. I was just living out my own little fantasy. But then you woke up. I was so excited to talk to you for real, I got kinda carried away. Fram, I have a request. Please go back to cheering for me like you did before. What? But you said... I did. But that was before I knew you kept me company for so long. As far as I'm concerned, you can be as loud and distracting as your heart desires. Oh, Divine One! You're every bit as amazing as I always imagined! Okay. I, Fram, a president of the DDFC, swear to continue my wholehearted support. As your number one fan, I'll keep cheering for you with all my heart and soul. Perfect. I wouldn't have it any other way. The Divine One looked right at me! Ja gut. Unterstützungslevel hat Stufe A erreicht. Und dann noch Gagetsu und Jade. I come from Pale Sands, which is located on Solm's northeastern frontier. My home is not commonly visited by outsiders. Its culture is precious and unique. What was different about it? Any examples come to mind? My clothing, for a start. It must seem different to your eye. Our architecture as well. You will not see finer woodworking anywhere. We also worship differently. We do not revere divine or fell dragons. We have other dragons. They are long and lithe. I have not seen them in other countries. Interesting. I'd like to see that myself. I can show you pictures and scrolls. But you must agree to another duel with me. We haven't had our first duel yet. Now, let me get through all of my questions. What can you tell me about your family? Apart from my parents, I have one younger brother and one younger sister. Ah, you're the firstborn then. Yes. It was my parents' intention for me to carry on our family's legacy. I was unable to do this, however. I could not bear to live all of my days without ever knowing the world at large. Oh? Yes. It was for that reason I decided to leave. I left written words behind to explain my intentions, and to ask them not to look for me. And so I left. And here I am. That's an amazing backstory, Kagetsu. Your life is like an adventure novel that writes itself. We each have our stories. Now, will you indulge me in that duel? Sure. I'm out of questions, and a deal is a deal, so... I'm ready. Jade, du wirst definitiv verlieren. Du wirst definitiv verlieren. Das kann ich dir jetzt schon sagen, dass du verlieren wirst. Dafür haben wir Gagetsu zu gut aufgewertet. Gut, aber ich würde mal kurz einen kleinen Cut hier machen. Ich muss Näschen putzen gehen. Erkältung for the win. Und dann sehen wir uns an dieser Stelle gleich wieder. So, da bin ich ja schon wieder. So, dann würde ich mal sagen, brech mir auf in ein neues Kapitel. Und zwar zu einem göttlichen Kapitel. Wir haben jetzt zwei Hauptmissionen gemacht, zwei Nebenmissionen. Ich würde mal sagen, es ist mal wieder Zeit für ein DLC-Kapitel. So, wir hätten zu einem göttliches Kapitel in der Magmahöhle. Oder Höhle des Berserkers. Wollen wir mal sagen, wir machen die Magmahöhle. In einer Höhle mit flüssiger Lava wurde ein Armring gesichtet, ca. 25 Runden. Göttliches Kapitel. This place is sweltering.
Are you sure there's an emblem bracelet here? Ah, yes, I found it. This is the bracelet of the strategist. That's a relief. Thank you, Tiki. I'll summon the emblem right away. Advise us. Emblem of Acumen. Sag mal, ist nicht, wer dahinter steckt. So, it's finally happened. I can't say I've been looking forward to this. Hi there. Thanks for answering our summons. I'm the Divine Dragon. So, I am Sorin. I suppose you're here to ask for my aid. I would prefer it if you'd bother someone else. Whoa. What? There is only one person who commands my loyalty. You are not him. Please, don't say that. We need your help. Yet you seem reluctant to force me to give it. That seems to be your only available course of action, if you really are so desperate. That's a fair point, but I'd really rather come to an agreement. Very well. Prove you're strong enough to be worth my time, and I'll consider it. Really? You will? You don't seem the type to take no for an answer, so it appears I have little choice. Even so, I'm very glad. Thank you, Emblem Sorin. I only said I would consider it. Not exactly a paragon of listening skills, are you? Nur nicht wirklich. Wir sagen auch jedem, dass wir dem Würden Gott sind. Wenn wir so leichtgläubig sind. Oder wir wollen angeben. Eins zum Bein. Vielleicht auch beides. Aufgrund der hohen Anzahl an Pfeilen auf dieser Karte, die Stäbe tragen, wird die Stab-Tanzanimation in diesem Kampf nur bei einem eigenen Zug gezeigt. Du kannst sie jederzeit im Einstellungsmenü ändern. Ach du heiliger Gegner. Nein, ich wollte nicht zurück. Ach verdammt, ich hatte Knöpfe. Ach dammit. Muss ich mir das jetzt alles wiedergeben oder kann ich überspringen? Okay, ich kann überspringen. Das ist schon mal gut. Nimmerfehl, Bündniswaffe von Edelgard. Bogen von Emblem Cloud initiiert die Einheit den Kampf erhält sie. Aber da steht doch Edelgard und nicht von Emblem. Ach. Ja. So. Speichern. So, Einheiten. Sind alle da, die ich haben möchte. Weil ich möchte ich auch gerne mitnehmen. So. Aber sonst ist jeder dabei, den ich haben möchte. Habe ich vielleicht noch ein Emblem, was ich ihm geben könnte? Fragezeichen. Violet könnte ich geben. Den trägt aktuell niemand. Violet, I'm ready. So, jetzt nochmal speichern. So, wie sieht denn die Karte aus? Ach du heiliger Bimbam. Das wird eine lange Reise werden und du liebst bisschen. Okay, ich will mal sagen, das kriegen wir hin. Let us be done with this then. Volcanic bombs.
Avoid any areas where it looks like they might fall. Abstürzende Vulkanbomben fügen bei Einheiten Schlagzug. Herabstürzende Vulkanbomben fügen beim Einschlag Schaden zu. Ich lese auch Sachen, die da nicht stehen. Halte deine Verbündeten von verbrannten Böden fern, denn dort herrscht stets die Gefahr, von ihnen getroffen zu werden. Einheiten auf Kratern erleiden ebenfalls Schaden. Böden. Emblem Sauron besiegen des Krümerhin. So, ich würde mal sagen, mit einer Einheit gehe ich hier lang. Und zwar mit Diamond. Ich mach schon mal Richtung hier hin. Du hast eine Verteidigung von 21. Du hast einen Angriff von 19. Okay. Dann kannst du schon mal locken. Du bleibst mir eher. Wobei, du kannst hier hin. Weil Ivy kann ja auch heim, wie wir festgestellt haben. Kagetsu kommt hier hin. Du kommst mir auch eher hier hin. Und ihr kommt nach unten. Vielleicht gehe ich mit Sol auch hier hin. So. Okay. Kommst nicht gerade sehr weit, aber das ist in Ordnung. Power blooms in me. So. Dann sollten wir schon mal die ersten zwei Gegner treffen. Oh, die nehmen ja auch schön Schaden. Nein. Ach, Menno. Okay, Rettung. Rip. Even mighty ones fall. Sag dich ab. Rest in pieces. Heilt alle. This smoke is obscuring our view. We should advance carefully. Jetzt Rauch, okay. Gelände, das in Rauch gehüllt ist, verringert Ausweichen, Verteidigung sowie Resistenz der Einheiten. Der Rauch auf der Karte breitet sich zudem mit der Zeit aus. Sei also lieber vorsichtig. Okay, das könnte auch ein bisschen brenzlig werden, aber gut. Komm, mach du mal hier den Final Hit. Du schon mal den nächsten Gegner hier spawnen. Anlocken, besser gesagt. So. Jetzt den hier schon mal fertig machen. Nein, 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 Mann. Ich hasse es. Ist heute nicht mein Tag. Angreifen. Mit dem Schnitter so. Nicht warten. Wie, du machst keinen? Okay, kein Problem. Dann machst du einfach hier den Final Treffer.
I'm sorry. Okado kann das auch. Er gibt sich hier hin. So, dann schauen wir doch mal. Wie sie alle Schaden nehmen. Not the Bruch. Weg mit dir. Okay, so langsam geht's voran, aber nur so langsam. Ach du liebe Einheiten. Ich glaube, für diesen Kapitel sind wir noch nicht gewappnet. Machen wir mal so, so krieg ich zumindest keinen Schaden. I'll go first. That's how a princess does it. Okay, wir dürfen noch nicht auf dem verbrannten Boden stehen, das ist ja schon mal gut. So. Gehen wir schon mal langsam vor. Ja, du stehst auf verbrannten Boden. Da. Gut, ich decke mal. Genau. Das können wir von hier auch hin. So. Wird ein sehr langes Kapitel werden, aber wenn wir das hinkriegen. Oh Gott, da gehen ja vier auf mich. Auf, nee. Ja, da gehen nur maximal zwei auf mich drauf. Also mache ich erstmal den hier Platz. Okay, Kagetsu. Mit Regler. Precision power. Victory is mine. Victory is mine. Definitiv Kagetsu Rettung halten. So, du kriegst die auch gut hin. Kriegst du von ihm hier Unterstützung? So, dann warten wir hier doch mal eine schöne Runde. Oh, der Gegner wird das nicht mal lange machen. Mathebruch. Yeah.
Okay, es lief dann ja schon mal wunderbar. Was ist schon so eine leichte... Hold steady. Wir haben ein kleines Problemchen. Mich jetzt hier erstmal hier befreien. Dann gehen wir mal hier hin. So. Du machst mir zumindest keinen Schaden mehr. Du kannst den hier angreifen. Dann bist du auch schon mal weg vom Fenster. What a pain. Das Spiel leckt gerade aktuell. Hm? Jetzt so, ich glaube, dass du es Dropsuit schaffst. Oh, mit Panzerbrecher kriegst du das definitiv hin. Ja, immer den Panzerbrecher. Das Bundle-Level erhöht sich aber ziemlich schnell. Du. Und weg mit dir. Okay, dann kann ich dich jetzt hier wegmachen. Also es läuft ziemlich gut, würde ich mal behaupten. Komme ich noch mit jemand anderem dorthin? Ja. Mache ich den komplett weg mit ihm? Nö. Was überleben wir? Keine Sorge. Ein Campen ist einfach ein normaler Angriff. 2000 Gold erhalten. Yay! So, dann einmal hier hin. Kommst hier runter. Das läuft doch alles schon ganz gut. Also was, dann kannst du doch schon mal normale Heilung einsetzen. Dann kriegst du auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Mir, ich bemerke dich. Keine Sorge. Okay. Ja. Okay, du bist mit einem Hit weg, also tut mir mein Bogen überhaupt nichts. Und Band Level up. Und dann kannst du hier weiter runter. Also bisher habe ich von diesem Raub nichts gemerkt. Okay, das könnte wehtun. Andererseits auch nicht. Rest now. Ach, jetzt kommt der Rauch wieder. Ach, da steht sogar Bodenrauch. Okay, dann verbrannter Boden, da möchte ich nicht hin. Dann versammle ich euch mal alle hier.
Auch normaler Boden. Okay. So, dann einmal angreifen. Dann bist du weg vom Fenster. Ja, es käme definitiv hin. So viele Einheiten sind es gar nicht mehr. Sogar von hier aus angreifen. Nice. Ist das hier noch vertraut? Nein, das ist kein verbrannter Boden mehr. Das ist gut. Das ist verbrannter Boden, also gehe ich erstmal hier hin. Dann gucken wir mal, was passiert. Wir sind viel schneller als die. All flowers eventually wilt. Jetzt kommt der Rauch. Nicht ausgebrochen. Ich werd wahnsinnig. Mit Elfen nicht, bitte. Wunderschön. Und dann gehen wir bis hier nach unten. Unterstützung. Warten wir hier. Das ist ein ganz normaler Boden. Da komme ich nicht wirklich weiter. So. Andererseits kann ich vielleicht von hier aus den schon besiegen. Nein, kann ich nicht. Aber von hier aus müsste ich doch eigentlich besiegen können. All in the name of peace. All in the name of peace. So, dann mal so langsam uns wieder verbünden, ne? Der arme Alfred. Bei Alfred, du kannst hier lang. Die bewegen sich auch nicht weg. Jetzt aber. Die Ivy müsste das hinkriegen. Sorry. Okay, wie viele Gegner haben wir denn noch? Nicht mal viele. 3, 7, 12 Gegner noch. Das kriegen wir hin in der nächsten Folge. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Fire Emblem Engage. Bis dahin. Tüdelü.